He lived as England, as Lancashire. Da war die Textilindustrie eigentlich sehr wichtig. Aber wie in Amerika der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, sind die Baumwolllieferungen ausgeblieben und die ganze Textilindustrie ist stehen geblieben. Das ist also ein Lament, eine Klage eines Webers, der heute jetzt schon seit 6 Wochen hungert, weil es keine Arbeit gibt. I'm a far loom weaver, as many a one knows. I've no diet, and I wore out my clothes. My clogs are both broken, and stockings I've none. They dare give me tuppence, for I've got none. Been an armor weber, you must feel a kind. Hab next fressen, und mir zieht an die Hand. Meine Holzschachs hans brochen, und zerfetzt ist mein Quant. Ich kriegert keine 2 Groschen für es, was ich hab an. Vor 6 Wochen haben den letzten Groschen mir gesehen. Wir müssen 6 Wochen auskalten haben, kann kein Mensch nicht verstehen. Von Brennnesseln haben wir eine Suppe uns gemacht. Heute geht's mit uns zu End, haben wir jeden Tag gedacht. Das Aufbegehren nutzt nichts, so sagen uns die Alten. Wir sollen uns brav ducken und die Goschen halten. Ich hab mein Goschen gehalten, bis mir die Luft ist wegblieben. Und ich spür's, dass ich bald schon so totgehungert bin. Mein Weib sagt, wann sie einen ganzen Kittel nur hält, dass zu den großkopferten Haufen nach London gehen tät. Und wenn die uns nicht helfen, das schwört sie bei Gott. Sie nahm ein scharfes Messer und stechert wem tot. Bin ein armer Weber, wie man's fühle. Hab nichts fressen und mir zittern die Hände. Meine Holzschürze hat's gebrochen und zerfetzt ist mein Quant. Ich kriegert keine 2 Groschen.